Valeria, Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis. Ja, ich danke schön. Hallo Rainer, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Servus Drache, Servus Hall, alles klar bei dir? Eigentlich hätte ich vor, gar nicht zu streamen, aber mir gedacht, ich mache jetzt halt doch mal schnell. Eigentlich hatte ich überlegt, ich war vorhin, ich habe fast den ganzen Tag an meinem Buch weitergeschrieben heute und hatte ich überlegt, ob ich gar nicht streamen wollte. Aber war mir jetzt egal. Ich denke, ich werde jetzt dann nachher auch mein Buch gleich noch weiterschreiben. Ich will das nämlich dieses Jahr noch fertig kriegen. Ich habe jetzt auch viel geändert. Hey Dragon, servus. Guten Abend, schönen guten Abend. Wie war dein Tag so? Viel Schreiberei halt, ne? Wie ich gerade gesagt habe, ich habe heute den ganzen Tag an meinem Buch gearbeitet. Ich bin um 11 Uhr aufgestanden, ein bisschen später als sonst. Ich bin um 11 Uhr aufgestanden, habe dann gefrühstückt, ganz normal. Hatte auch überlegt, ob ich den Frühstücksstream mache, so gestern. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Und habe dann, das ist so geil. Hab dann ein bisschen Gronkh geschaut. Ja, da ist ein neues Let's Play, Mist. Habe ich mir auch überlegt, ob ich mir das vielleicht hole für ein Let's Play. Für Halloween wäre es jetzt auch geil gewesen, aber das habe ich jetzt doch nicht gemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt, so nach einem Part oder was, nach dem Frühstück. Das habe ich ja während dem Frühstück geschaut. Dann habe ich mich hingesetzt und habe den ganzen Tag an meinem Buch geschrieben. Und ich möchte jetzt auch, wie gesagt, in den nächsten Tagen, Wochen fertig kriegen. Deswegen ich da momentan sehr viel Zeit auch rein investiere. Fan Nummer, Dankeschön. Schon wieder mal Eis gemacht. Ja, ich habe mir zwischenzeitlich mal ein Erdbeereis gemacht. Das ist richtig gut geworden. Und ein Walnusseis. Das ist jetzt in der Gefriertruhe. Das habe ich vorhin irgendwas gegessen, aber mir ist fast schlecht geworden, weil es fast zu viel war. Also ich habe fast zu viel gegessen. Habe nämlich jetzt vor kurzem auch erst eine Pizza gegessen. Und kurz darauf ist das nachzuschauen jetzt Eis. Aber es war so viel. Ich muss ein bisschen was gegessen dann und jetzt sind wir fast schon schlecht. So, ich liebe Evanescence. Evanescence ist mega geil. Das ist eine richtig, richtig schöne Band. Würde ich auch, das ist auch eine der Bands, die ich mal live sehen möchte. Habe ich Evanescence schon mal gesehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Kann schon sein, dass ich sogar schon mal gesehen habe. Auf jeden Fall sind die richtig geil. Die will ich auf jeden Fall nochmal live sehen, wenn ich sie schon mal gesehen habe. Und auf jeden Fall mal live sehen, falls ich sie noch nicht gesehen habe. Dankeschön für die 100 Barren. Geile Sache mit dem Buch. Wie viele Seiten wird es haben? Wie viele Seiten es haben wird, weiß ich nicht. Das ist ja ursprünglich, also das Buch heißt jetzt anders. Das ist jetzt bloß ein Arbeitstitel. Also das Buch hat ja ursprünglich die Antwort auf die Träume geheißen. Auch das war nur ein Arbeitstitel. Das ist das, was die Hater dann veröffentlicht haben. Und das Buch jetzt heißt, das bringt euch aber auch nichts, weil es auch bloß ein Arbeitstitel ist, Auf Wegen des Lebens. Ist aber auch, wie gesagt, nur ein Arbeitstitel. Und ich habe das Buch jetzt gestern angefangen zu schreiben. Vorgestern habe ich angefangen, es nochmal neu zu schreiben. Wirklich mit Prolog angefangen. Prolog hat eine Seite. Bis auf das Kapitel 4 und 7. Ne, bis auf das Kapitel 4 und 6. Hat jedes Kapitel 5 Seiten. DIN A4 Größe. 5 Seiten. Bis auf, wie gesagt, 4 und 6. Die beiden haben nämlich nur 4 Seiten. Und insgesamt bin ich auf 39 Seiten jetzt schon. Ich bin jetzt in Kapitel 8 im Moment. Kann man schon gar nicht mehr runterscrollen mit der Maus, muss man schon so machen. Ich bin jetzt gerade in Kapitel 8 und in Kapitel 8 hat jetzt bereits auch 1, 2, 3, 4, 4,5 Seiten. Genau. Und ich weiß noch nicht, wie viele Kapitel es hat. Also mein Ziel ist eigentlich zwischen 4 und 5 DIN A4 Seiten. Fürs Kapitel.
Und ich weiß nicht, wie viele Kapitel, das haben wir 20, 30 Stück. Und ich habe vor, eventuell, das weiß ich aber noch nicht, weil das war ja ursprünglich für Antwort auf die Träume, war ja ursprünglich gedacht, dass ich da einen Zweiteiler draus mache. Also so wie das, wie gesagt, war, ist lange nicht weiter, ist lange nicht alles gewesen. Und ich bin zum Beispiel vom Storytelling her jetzt weit weiter, als bei zum Beispiel die Antwort auf die Träume bis zum Ende ist. Es sind auch bereits alle Charaktere soweit aufgetaucht, nur dass jetzt jeder Charakter, also jeder wichtige Charakter von der Hauptfigur bis hin zu dem, bis zu dem Mädchen, das eigentlich am Ende nur so ein wenig erwähnt wurde, hat, es gibt jetzt quasi vier Hauptpersonen in dem Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf Hauptpersonen gibt es in dem Buch. Und jeder hat ein einzelnes Kapitel bekommen. Im Kapitel 8 ist jetzt, das achte Kapitel ist jetzt eine der letzten Haupt, ist jetzt die letzte Hauptperson, die ihr Kapitel noch kriegt. Nee, Quatsch. Bis jetzt sind es vier Hauptpersonen, aber ich denke, ich werde fünf draus machen. Die letzte Person, die hat nämlich noch nicht die Haupt, hat nämlich noch nicht ihr Kapitel bekommen. Also die vorletzte Hauptperson hat jetzt ihr Kapitel gerade mit der Nummer 8 gekriegt. Das heißt, die Person taucht im ersten Mal der Nummer 8 auf, auch wenn sie vorher schon mal erwähnt wurde. Und die letzte Hauptperson wird schon im zweiten Kapitel erwähnt und taucht auch schon im zweiten Kapitel auf, bekommt aber ihr eigenes Kapitel erst. Och, ich habe noch keine Ahnung. Also jetzt bin ich jetzt im achten Kapitel. Wie gesagt, 5 Seiten pro Kapitel, ich weiß noch nicht. Oh, what words. Geiles Lied. Jedenfalls weiß ich noch nicht, wann ich das einbauen werde. Mal schauen. Ich denke, ich werde es so im 9. oder im 10. Kapitel einbauen. Muss ich mal gucken, wie das zeittechnisch hinhaut. Vielleicht werde ich auch mal ein paar Kapitel dazwischen lassen. Und wer die Antwort auf die Träume gelesen hat, der weiß, dass es sehr derb war. Wobei natürlich nicht alles, was die geschrieben haben, von mir war, sondern die haben das halt nur genommen und haben dann auch irgendwas drüber gekaut noch, dass ich halt das Idiot dastehe. Aber das Buch, wenn ich wirklich fertig habe, und wenn es dann wirklich den originalen Titel hat, kann man die Antwort auf die Träume nur noch ahnen in dem Buch. Anhand von den Charakteren und so weiter. Und anhand von der Story her. Aber die Geschichte ist damit weit besser gemacht. Finde ich jedenfalls bis jetzt. Und ich bin, wie gesagt, jetzt im 8. Kapitel. Okay, coole Sache, dass, was das ein Buch schreibst. Das ist ja nicht das erste Buch, das ich schreibe. Ich habe schon viel mehr Bücher schon geschrieben. Gaming, Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis. Bist du nicht schon Abonnent gewesen oder hast du neu abonniert jetzt nochmal? Auf jeden Fall willkommen. Spielst du das neue Assassin's Creed Drache? Nein, Assassin's Creed 1 und 2 waren richtig, richtig, richtig geil. Also ich habe die wirklich gesuchtet. Ich glaube, ich habe so gut wie alles in diesen beiden Spielen gefunden. Und wer das Spiel kennt, weil die ersten zwei Spiele kennt, weiß, wie krank das ist. Ich habe da, wie gesagt, wirklich, glaube ich, alles oder fast alles gefunden. Ich glaube, ein paar wenige Sachen haben mir am Ende gefehlt. Ein paar wenige Erinnerungsabschnitte, aber im Normalfall habe ich wirklich fast alles gefunden. Und es ist also wirklich schon krass gewesen. Und ich werde es noch nicht spielen, weil die gefallen mir alle nicht. Das dritte war schon so scheiße, hat mir schon nicht gefallen. Nee. Darfst du verraten, wie die Personen heißen? Die Personen haben den gleichen Namen wie in Antwort auf die Träume, weil es ja quasi das Original, das Ursprungsbuch ist ja die Antwort auf die Träume. Die Antwort auf die Träume war ein Arbeitstitel, war damals im Prinzip eine Rohfassung eines zukünftigen Buches, an dem ich gearbeitet habe damals. Ich habe das mit 25 geschrieben. Also ich war 25, als ich das Buch geschrieben habe. Und ich habe irgendwann vorgehabt, das eigentlich mal fertig zu schreiben. Und jetzt bin ich die letzten Jahre nie dazugekommen. Und jetzt habe ich beschlossen, ich mache das mal. Hört sich echt gut an. Bin gespannt. Ja, es ist halt nur was für Erwachsene, das Buch. Also es ist halt nichts für Kinder. Aber es wird halt, wie gesagt, auch sehr, also es wird sehr detailliert beschrieben und alles. Es wird sehr detailliert gemacht, aber es gibt sehr viel Geschichte und sehr viel Story dazwischen. Also es geht nicht nur um das eine, sondern es geht auch sehr viel um die Geschichte dahinter. So, heute wieder besser gelaunt, das ist gut. Wieso besser gelaunt? Ich war gestern auch nicht schlecht drauf. Was war los die letzten Tage? Warst du abwesend und ruhig? Was? Abwesend? Ich habe gestern eine Stunde auf Juno gestreamt, dann anderthalb Stunden oder was. Nee, dann habe ich einen 4-Stunden-Stream auf Twitch, auf YouTube gemacht.
Und dann habe ich den Rest des Tages habe ich geschrieben in meinem Buch. Also sag mal, wirklich. Servus Drache, hab ne, was hab neue Ab. Was? Servus Drache, habe neue abonniert, könnte nichts, was konnte nichts mehr machen und schreiben. Biff. Okay. Na dann herzlich willkommen zurück. Komisch. So, Marasi, Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Dankeschön für deine Hilfe. Und deine Hilfe für deine Unterstützung, meine ich. Weil du aufs Gleiche rauskommst. Das Neue ist aber der Hammer, wirklich. Kann ich nur empfehlen, Drache. Ja, das mag sein, mir gefällt es trotzdem. Also ich denke nicht, dass mir das gefallen wird, weil... Ich weiß nicht, die Geschichte von den ersten beiden war halt richtig geil. Und das Problem ist... Das war auch bei Fable der Fall. Auch Fable war das erste und das zweite mega. Das dritte war scheiße. Da kann man sagen, was man will. Das dritte Fable war scheiße. Und zwar für mich war es scheiße. Und zwar, weil bei Fable immer das Problem war für mich. Für mich war bei Fable immer das Problem, dass es sich. Wie erkläre ich das? Bei Fable war für mich das Problem, dass das Ganze... Ach, wie scheiße, wie erkläre ich das jetzt? Für mich war bei Fable immer das Problem, und auch bei Esprit, dass die... Ich verliere auch den Faden. Was ist denn mit mir los? Ich bin total verpeilt. Dass es dann so ins Moderne übergegangen ist, mit Schusswaffen und alles. Das hat mich tierisch aufgeregt. Und ich mag das halt so mittelalterlich. Pfeil und Bogen, von mir aus noch eine Armbrust, obwohl ich auch keine Armbrust mag. Aber Pfeil und Bogen und Schwert, sowas ist geil, sowas finde ich geil. Aber alles dann mit Schusswaffen finde ich voll langweilig. Weil irgendwie so auf die Entfernung jemanden abmurksen, finde ich irgendwie ehrlos und feige. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Dankeschön, Gaming. Ist das was ist das Game gut, was du gestern auf YouTube gezockt hast? Hearthstone? Geht, ja. Ich find's geil. Na, dann wollen wir mal sehen, wie nett du bist. Ich, wie nett ich bin. Boah, ich bin richtig böse. Ich bin richtig, richtig böser Junge. Konzentriert bleiben. Ja, es passiert mir öfter, dass ich meinen Faden verliere. Vor allem, weil ich gerade einen anderen Gedanken habe. Das Problem bei ADS ist, wenn man einen kleinen anderen Gedanken hat, und sich dann kurz darauf konzentriert, dann verliert man gerade den Faden, an dem man gerade war. Dann verliert man den Faden, an dem man gerade dran war. Und das ist eben das, was gerade passiert ist. Weil ich gerade überlegt habe, weil ich hier nämlich diese geilen... der Feuerfuchs, da habe ich nämlich diese geilen Fußspuren gesehen von dem Profilbild und bin in dem Moment auf den Gedanken gekommen, boah, es wäre doch voll geil eigentlich, wenn ich so zwei Augen hätte von einem Drachen als Profilbild, wo dann so Flammen, wo dann einfach das Maul aufmacht, dann sieht man nur, wie Flamme rauskommt. Das wäre ein richtig geiles Profilbild, aber sowas habe ich halt leider nicht und ich kann auch sowas leider nicht machen. Und deswegen habe ich in dem Moment den Gedanken verloren, weil ich in dem Moment von diesem Gedanken und von dieser Idee mit dem Profilbild so fasziniert war. So funktioniert ADS, richtig ärgerlich. So, Fable habe ich mir den dritten... Was habe ich mir den dritten gespielt? Kann das sein, dass du nie meinst? Aber auch nur... mit einem Kumpel zusammen. Achso, hast du nur, meinst du wahrscheinlich? Hab ich mir. die Konzentration. Was? Du konzentrierst dich auf zu viele Sachen gleichzeitig. Du könntest nur. Was? Das können nur Frauen. Das hat mit Frauen nichts zu tun. Das ist mein ADAS. Was? ADAS? Nein, ADS. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade den versucht, den Schriftzug zu lesen, während ich rede. Musst du Tabletten nehmen wegen deinem ADAS? Erstens mal, ADAS gibt es nicht. Es gibt ADS und ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom ist ADHS. Ich habe aber nur ADS. Das heißt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das bedeutet, dass ich, boah, ich denke jetzt an irgendwas und rede mit euch über irgendwas und auf einmal kommt da so ein Schmetterling und ich so, boah, Schmetterling. Und dann ist mein Gedanke weg. So funktioniert ADS. Spiel doch mal bitte ein Update-Game. Zelda ist mittlerweile ausgelutscht.
Das ist deine persönliche Meinung, dann kannst du auch bitte gerne an den anderen Let's Player schauen. Ich persönlich spiele die Spiele, auf die ich Bock habe. Wenn du das nicht respektieren kannst, dann hast du eben leider den falschen Kanal gewählt. So, wie zum Beispiel Star Wars. Ist völlig von Eimer. Ich mag kein Star Wars. Was? Battlefront. Ich mag keine Shooter-Spiele. Und Resident Evil. Ich mag keine Horrorspiele. Ich spiele die Spiele, auf die ich Lust habe, wie gesagt. Und wenn du die nicht magst, dann tut mir das echt leid. Aber dann hast du den falschen Kanal erwischt. Ich werfe mal ein Hallo in den Raum. Shinji, hallo. Servus. Ich habe übrigens überlegt, mit dem nächsten Mal wieder Ding anzuschauen von vorne. Detektiv Conan. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo DVDs davon rumfliegen. Ja, das sind. Was? Ja, das sind aber alles Kinderspiele. Das ist deine persönliche Meinung, das ist in Ordnung, aber tu mir bitte den Gefallen und hör auf, mich zu beleidigen. Denn ich finde Zelda alles andere als Kinderspiel, ja? Kannst gerne mal einem Fünfjährigen vor Zelda Breath of the Wild hinsetzen. Entweder er scheißt sich in die Hose oder er hat keine Ahnung, wie die Rätsel funktionieren. Also tu mir bitte den Gefallen und lass den Blödsinn. Klar, so 10-, 15-Jährige zocken das auch. Aber ich finde das trotzdem lächerlich. Und wie gesagt, wenn du mich jetzt beleidigen möchtest damit, dann hast du bitte wirklich die falsche Adresse erwischt, weil dann habe ich kein Problem, dich da auch zu blocken. Du sagst, ich soll freundlich sein und du beleidigst mich. Das finde ich echt nicht geil. Dache, kommst du wieder mal zu Jackie ba Bayern in den Stream? Jackie wer? Ach, Jackie, ja, klar. Ich vergesse immer wieder mit Nachnamen. Also, ich weiß nicht, ich denke immer bloß an Jackie. Also, wenn ihr jetzt sagt, in Zukunft Jackie reicht, weil ich denke immer, Jackie Bayern, wer anders. Jackie, ja, ich schau mal, wann ich mal wieder Zeit habe und mal da bin. Ich liebe F-Zero, habe mir die Neuauflage von Nintendo gegönnt. Ja, F-Zero war eine richtig geile Zeit. Ja, mein Neffe zockt das, der ist 7. Dann ist dein Neffe mit 7 Jahren wahrscheinlich ein Genie. Wie ich ja schon sagte, tu mir bitte den Gefallen und beleidige mich nicht. Wenn es dir nicht gefällt, was du bei mir siehst, dann schau bitte einen anderen Kanal. Dankeschön. That is true, wenn du meinst. Ich hoffe, was ich hoffe, es werden irgendwann meine Conan-Folgen synchronisiert. Sind die noch nicht alle auf Deutsch, oder? Das denke ich mir schon. Hat Detektiv Conan eigentlich schon, hat Detektiv Conan eigentlich schon irgendwann mal eine, ist es eigentlich schon beendet, der Manga oder der Comic oder wie auch immer, oder auch der Anime? Ich spiele heute noch Pokémon und Nintendo. Und was? Und Nintendo Cola. Color. Achso, auf Nintendo Cola. Ja, das zeige ich auch gelegentlich mal noch. That is true. Was war das jetzt? That is true, das ist doch deine. Das ist doch keine Beleidigung. Was ist los mit dir? Wenn du zu mir sagst, dass ich nur Kinderspiele spiele, ergo ich ein Kind bin, dann ist es für einen 29-Jährigen durchaus eine Beleidigung. Und ich fasse das auch so auf, denn ich habe dir kurz bevor du das gesagt hast, nämlich auch gesagt, dass auf meinem Kanal die Spiele laufen, auf die ich Lust habe. Also tu mir bitte den Gefallen und hör auf, jetzt alles weiter darauf einzugehen. Wenn du den Kanal nicht magst, wenn du die Videos nicht magst, die Streams nicht magst, verhalte dich wie ein Erwachsener, von dem ich ausgehe, dass du bist, und schau einfach was anderes. Du darfst gerne hier im Stream bleiben, du darfst auch gerne hier im Stream mitreden und mitschreiben, gar kein Stress. Aber tu mir bitte den Gefallen und komm nicht mit solchen Aussagen. Wenn es dir nicht gefällt, dann hast du dir definitiv den falschen Kanal ausgesucht, den du abonnieren willst. Und ich vermute, da wird dir auch jeder recht geben. Da wird mir auch jeder recht geben, der hier ist, meine ich. Wow, ich bin heute echt in Form. Ja, ist vorbei. Ah, okay, ist schon vorbei. Nee, der hat noch kein Ende. Was jetzt? Einer sagt ja, ist vorbei, der andere sagt nein, ist nicht vorbei. Mist. Ist echt, ist noch nicht aktuell. Ist noch aktuell? Anscheinend. Kommen auch jedes Jahr neue Filme raus, die zum Glück synchronisiert werden. Ja, Filme sind ja nicht immer, heißen ja nicht immer, dass die Serie noch weiterläuft. Ich bin der Bachelor. Was? Ich bin der Bachelor? Eine Rose für den Drachen. Check ich nicht. Tut mir leid, aber danke für die Rose. Boys and girls, they wanna have fun. Ja, dann wundere dich nicht, dass keiner die Gaming schaut.
Wer beschwert sich denn über den Gaming-Kanal? Der Einzige, der sich über den Gaming-Kanal beschwert, bist du. Und andere wie du. Ich habe mich über meinen Gaming-Kanal noch nie beschwert. Noch nie. Ich habe schon immer, seit ich meinen Gaming-Kanal aufgemacht habe, ich glaube sogar im allerersten Video, als ich ihn aufgemacht habe, habe ich gesagt, Gaming-Kanal ist ein Fun-Kanal. Punkt. Der ist, weil es mir Spaß macht. Den mag, den mache ich, weil er mir Spaß macht. Und nicht, weil ich damit Kohle mache, nicht damit, weil ich irgendwas abreiße oder sonst was. Ich habe kein Interesse daran, damit wirklich Kohle zu machen oder damit wirklich irgendwas zu reißen. Let's Play ist Fun. Das ist mein Hobby. Das ist mein Spiel und mein Spaß. Genauso wie du zu Hause hockst und irgendwas zockst oder irgendwie an dir rumspielst. Ist das mein Hobby, wo ich das mache? Dankeschön. Hast du schon deinen neuen Venom geschaut? Nein, steht aber noch auf meiner Liste. Oh, girl, just wanna have fun. Also, heute bin ich echt in Topform. Oh, girl, just wanna have fun. And girls. Oh, jetzt kommt eins meiner, jetzt mache ich eins meiner Lieblingsbilder als Profilbild. Oh, Baby Naruto mit, oh Gott, wie hat der Fuchs geheißen? Kirame? Nee, Kurama? Kurama, glaube ich, hat er geheißen. Baby Naruto mit Baby Kurama am Pennen. Geiles Bild. Ja, kann ich euch übrigens sogar zeigen. Unglaublich geiles Profilbild. Dingbild. Ich liebe es. Na, Kurama, seht ihr, ich hab's doch gewusst. Oh mein Gott, Rainer, wachst du? Mach doch bitte endlich auf. Ich soll aufwachen. Der ist so geil, der Typ, Alter. Ich soll aufwachen. Du hast abonniert, Alter. Mach doch du lieber auf. Warum abonnierst du? Gibst mir 5 Euro oder 5 Dollar oder was auch immer. Kommst zu mir, abonnierst bei mir und geh und musst dann hier einfach jeden auf den Zeiger gehen. Wieso soll ich aufwachen? Ich verdiene an dir Kohle und du beleidigst mich. Hey. Danke für die ganzen Likes, Leute, und die Barren. Also ernsthaft mal. Ich glaube, du, vielleicht solltest lieber du mal aufwachen. Das ist jetzt so lächerlich, ey. Lord, servus, dankeschön. Hallo. Ich gehe nur dir auf den Sack. Echt? Würde mich mal interessieren, wem geht der Typ noch auf die Nerven? Und ihr dürft gerne eure wahre Meinung sagen. Beste Lieder. Nee, beste Lied. Und dann, weißt du, was das Geilste ist? Weißt du, was das Geilste ist? Wenn die jetzt alle sagen, ja, mir geht, oder du gehst mir auf die Nerven oder sowas, dann heißt von dir nämlich wieder, dass das Sperrlutscher sind. Nur weil sie dir sagen, was sie wirklich selber mögen. Oder nicht mögen. Im Gegensatz zu dir ist nicht jeder hier, der abonniert und einen auf die Nerven gehen will. Außerdem, selbst wenn ich jeden hier auf die Nerven gehe, verdiene ich trotzdem noch die Kohle dran. Also solltest vielleicht trotzdem du aufwachen. Ich meine, ey, hallo, ich habe 138 Abonnenten auf YouTube, auf YouNow. Ich habe 138 Abonnenten. Ich bin der meist abonnierte Kanal auf dieser Plattform, zumindest im deutschen Bereich. Also komm mal klar auf dein Leben, Kleiner. Alle sind lächerlich außer Rainer. Nein, nicht alle sind lächerlich. Du bist lächerlich. Bin erst dazugekommen. Was ist los? Ach, der Typ meint hier einfach auf die Kacke gehen zu müssen. Freust du dich schon auf den Winterdrache oder bist du eher der Sommertyp? Ich liebe Sommer. Ich hasse Winter. Im Winter kannst du mich jagen mit. Ist mir egal, was andere sagen. So schaust aus. So schaust aus. Merkst du nicht, dass du dich gerade selber lächerlich machst? Du merkst nicht, dass du dich gerade selber lächerlich machst. Kann das sein, Alter? Du hast über 70 Abos verloren. Ich habe keine über 70 Abos verloren. Ich hatte 168 Abos. Und ich bin jetzt auf 100, wie viel? Ich bin jetzt auf 138. Ich hatte jetzt 166 und 167 Abos
vor ungefähr einer Woche noch. Und klar habe ich Abos verloren. Es ist ja logisch, dass Leute deabonnieren, wenn ich nicht so oft streame oder wenn ich jetzt mit meinem Rechner keine Chance hatte zu streamen. Also komm mal klar auf dein Leben, ey. Und jetzt, wenn du dich jetzt nicht benehmen kannst, wenn du dich dann mal zusammenreißen kannst, dann fliegst du raus. Und ich sag's dir sogar noch, ich bin sogar noch so freundlich und sag es dir. Du kommst hierher, du meinst hier einfach jedem auf die Nerven gehen zu können und meinst hier einfach nur auf die Kacke hauen zu müssen, hast nicht mal eine Chance gegen meinen nicht vorhandenen IQ, weil du dich noch nicht einmal richtig rechtfertigen kannst. Ich sag, schau es dir nicht an, wenn es dir nicht gefällt, dann heißt ja, du machst damit kein Geld. Habe ich auch nie behauptet. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist ein Gaming-Kanal, ich mache damit auch Spaß und so weiter. Dann kommst du mit was anderem daher und mit wieder was anderem und wieder was anderem und dann ist es total lächerlich. Jeder lacht gerade über dich, der nicht selber so ein Kasper ist. Ich hätte fast was anderes gesagt, aber machen wir es mal so. So, muss man bei euch viel Schnee schippen? Früher mal, ja, früher war das teilweise, es war bis zum halben Meter Schnee früher gelegen, aber das letzte Mal, dass wir so viel Schnee hatten, war 2011? Ne, 2012. Oder? Doch, das war 2011. 2011 war das. War mal wirklich ein Meter Schnee, war mal fast ein Meter, ein halber Meter Schnee gelegen. Ey, oh, Alter, bin da mal heimgekommen, war auf der Arbeit, Feierabend gehabt, bin heimgefahren, ey, 2011, 10 oder 11 war das. Und dann bin ich heimgefahren und ey, bin mir da mal heimgekommen, ey, what the fuck. Und die Schneegräume waren auch nicht unterwegs. Was machst du? 210. Was machst 210? Glaubst du, ich... Wow, Alter, das ist sogar ein Kompliment gewesen. Er glaubt, dass ich 210 Jahre alt werde. Weiß ich noch nicht. Wenn ich 210 Jahre alt werde, dann erkenne ich deine IQ meinen Überlegen an. Weil du sie alle bannst. Ich habe noch gar keinen einzigen gebannt heute. Meine Hand liegt ganz normal auf meinem Bein und ich mache einen Scheißdreck. Und wenn du jetzt aufhörst zu spammen, fliegst du erst recht raus. 330 Kilo. Ich wiege nicht mal 200 Kilo. Darf ich dir eine Frage stellen, ohne dass es böse, dass du böse bist? Stell. Du wirst dann schon merken, ob ich dann böse bin oder nicht. Das kann ich dir vorher nicht sagen, wenn ich die Frage nicht kenne. Was bist du für ein Offensiv... Was? Nee. Was bist du so offensiv? Er hat dir nichts getan. Doch, ich habe ihm was getan. Ich streame weiter, ich verdiene Geld damit. Ich mache mein Zeug, ich mache mein Ding. Ich mache das, wozu er nicht den Mut hat, es selber zu machen bei sich in seinem Leben. Genau das habe ich ihm getan. Und genau das habe ich vielen Hatern getan. Coole Ansprache, Drache. Mach weiter so. Wie geht's, Schanzi und Fauchi? Fauchi? Genau, Fauchi der Fruchtlose. Fauchi. Wo ist der eigentlich? Der müsste drüben im Schlafzimmer sein, den habe ich oben auf dem Schrank einen Platz gegeben, glaube ich. Und Schanzi und seine Freundin. Und Schanzi und seine Freundin, die sitzen hier immer auf dem Fensterbrett, die beschützen mich immer. Bei der Isar Donner liegt auch rum. Du kannst kaum lesen. Was willst du mir erzählen? Ich will dir erzählen, dass ich ein ganzes Buch schreiben kann und mehr Mut dazu habe, irgendwie das zu sagen oder zu machen oder zu lassen, was ich will. Lesen und Schreiben hält mich davon nicht ab, mein Leben zu führen oder das zu tun, worauf ich Lust habe. Ob es mit Lesen oder Schreiben zu tun hat oder irgendwas mit etwas ganz anderem. Komm doch endlich mal klar auf dein Leben. Hab mal selber den Mut, das zu machen, wozu du zu feige bist. Und hör auf, anderen die Schuld zu geben, die mutig genug sind, ihr Leben zu leben. Und jetzt tu mal endlich allen den Gefallen und hör auf, dich hier so lächerlich aufzuführen. Du machst dich lächerlich und bist hier auch für alle gerade ein Nervenbündel, Alter. Also du nervst damit alle, meine ich damit. Jemand ist hier negativ gelaunt. Sieht so aus. Wo sind deine Schweinchendrache? Habe ich euch gerade gezeigt. Langsam nervt er. Neider. Ja. Kannst du deinen... Vor allem abonniert extra, wisst ihr? Und dann bringt er solche Sprüche, ey. Lächerlich. Ja, du bist lächerlich, Alter. Du hast abonniert. Du gehst dir gerade jedem auf die Nüsse. Und du merkst es nicht. Oder auf die Eierstöcke, im Fall der Mädchen. Wir wollen ja niemanden diskriminieren.
Kannst du eine, was kannst du deinen Kaffeemaschine empfehlen, Drache? Bin mit meiner sehr unzufrieden. Die Senseo, die Spitze. Wie heißt die Freundin von Shanzi? Shanzis Freundin heißt... Den Namen haben wir nicht so oft gesagt gehabt. Shinichi, weißt du noch, wie wir sie genannt haben? Du und Ding haben sich den Namen ausgedacht, oder? Oh Gott, wie haben die geheißen? Nee, Shanziella hat es ja nicht geheißen. Das Bandschwein auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht den ersten Namen. Es hat irgendein Mädchennamen war es, mit L irgendwas, und dann hat es geheißen das Bandschwein. Weil Shanzi heißt ja auch Shanzi das Jägerschwein. Wenn du mich bannst, bekomme ich mein Geld eh zurück. Ach, Junge, das ist ein Irrglaube. Wenn ich dich banne, wird nachgeforscht, warum ich dich banne, und du bist hier nur am Beleidigen und Belästigen. Sabine, Ditz, nee, Titz, danke, was? Ditz, Dankeschön fürs Abonnieren, willkommen bei den Drachis, herzlich willkommen. Rosi oder, Rosi das Bandschwein, nee, Lucy das Bandschwein, genau, Lucy was, Lucy das Bandschwein heißt sie, genau. Johanna will, nein! Oh Mann. Nazinia. Nee, sie heißt Lucy das Bandschwein. Den Namen hat sich. Es gab ja viele verschiedene Namensvorschläge und der Name von. Wer war denn das? War das TV-Mupf? Nee. Kakashi war das, glaube ich. Der Name von Kakashi hat sich dann durchgesetzt. Das ist eine Unterhaltung untereinander. Nicht mehr. Was? Nicht mehr, nicht weniger, Rainer. Das ist keine Unterhaltung untereinander. Wenn du dich mit mir in meinem Stream unterhältst, dann hältst du dich auch mit meinen ganzen Zuschauern. Das sollte dir eigentlich klar sein. Genauso wie wenn ich zu dir als Hater spreche, weil du ein Hater bist, spreche ich auch automatisch zu allen Hatern. Also das ist definitiv lächerlich, was du erzählst. Das ist Quatsch. Das ist keine Unterhaltung unter uns beiden. Das ist eine Unterhaltung mit allen meinen Abonnenten und meinen ganzen Zuschauern, die sich dazu äußern können. Und wenn ich den Abo-Chat ausmachen würde, wäre es eine Unterhaltung mit der ganzen Welt. Für die Leute, die dann dabei sind, natürlich nur. Also hör auf, so lächerlich zu sein. Trägst du nicht einen Undercut? Sieht man wegen meinen Haaren nicht. Das sieht man wegen meinen Haaren nicht. Ich kann die Haare noch nicht zurückbinden, leider. Muss ich mal wieder nachschneiden auch. Mal schneide ich ja selber. Muss es mal wieder zurückbinden. Ne? Also es ist aber momentan, es ist halt noch nicht lang genug. Ne? Es sind, die vorderen Haare sind noch zu kurz, um sie ganz nach hinten zu binden. Ne? Und deswegen sieht man den Undercut kaum. Und da hat sie halt auch, der ist auch schon wieder nachgewachsen, deswegen sieht man es auch nicht so gut. Der geht ja bis hier hoch. Du beleidigst mich. Ich beleidige dich. Du kommst hier rein und beleidigst mich, meinen Kanal, meine Zuschauer. Also, wenn ich dich lächerlich nenne, dann beleidige ich dich nicht. Dann sage ich die Tatsache, was hier abgeht. Und ich beleidige deine Tatsachen, die du hier tust. Wisst ihr was? Damit es hinterher heißen kann, damit es hinterher nicht heißen kann, dass ich ihn zu Unrecht banne. Wer ist alles dafür, dass ich Mercy banne? Weil er hier wirklich nur Blödsinn macht. Schreibt mal bitte jeder eine 1 an, der für ja ist, 2 für nein. Was finde es so besser, du siehst. Was? Da sieht man dein Gesicht besser. So, damit ich die halt nach hinten binde. Muss bald wieder zum Friseur. Ich? Nö. Oder meinst du? Machst heute ein wenig länger, Drache? Wäre super. Nee, heute mache ich nicht länger. Ich muss dann gleich noch mein Buch weiter schreiben. Ich habe keine Zeit. 1, 1, 1, 1. Weg damit. Marcy. Du heißt Mercy. Du wirst Mercy geschrieben. Wenn du Mercy heißen würdest, dann hättest du ein Ding drin. Du wirst geschrieben wie die Mercy aus Ding oder nicht. Ist ja auch lächerlich. Trotzdem. Also, die Leute sind sich einig.
Hast du noch irgendwas Letztes zu sagen? Gib ihm noch 2 Minuten, Drache. Nach hinten binden oder nach oben, okay? Du kannst nach Hause gehen. Gehen? Gam. Kannst nach Hause gam? Miss? Hausgam. Du beleidigst dich gerade selbst. Siehst du, Marcy oder wie auch immer du dich nennen willst, das ist jetzt deine Sache. Aber Ding hat ja auch gesagt, du beleidigst dich gerade selber. Also von daher. Ihr Spellutscher, siehst du, genau das habe ich dir vorhin prophezeit. Ich habe vorhin gesagt, wenn jetzt die Leute auf meiner Seite stehen, nennst du sie Spellutscher, obwohl es überhaupt nicht stimmt, sondern du nervst hier gerade jedem im Stream mit deinem Blödsinn, wenn du nicht in der Lage bist, dich vernünftig zu verhalten. Also, falls keine Moderatoren da sind und alles, hier deutliche Aussage, Mercy D oder Mercy oder Marcy oder wie auch immer sie nennen will, D mit 2 E, ist gebannt, weil er hier nur Blödsinn macht und weil er hier jedem auf die Nerven geht. Wurde fast einstimmig, bis auf 1-2 Leute hier gerade von den Abonnenten bestimmt. Braucht seine Kohle nicht zurückerhalten, da hat hier nur Mist gemacht. Zu dumm zu lesen. Du kannst nur beleidigen, Alter. Du machst dich so lächerlich, du merkst es gar nicht. Auf niemanden wiedersehen. Auf niemanden wiedersehen, Lassi. Bann ihn. Bann ist richtig, ja. Mercy, leider. Was? Leider, du bist sehr frech. Frech? Das ist nicht frech, das ist einfach nur noch unverschämt. Ernsthaft? Ja, als ob du ADS oder ADHS hättest. Ich habe kein ADHS, ich habe ADS. Und dass ich ADS habe, das sollte man bei mir eigentlich wirklich merken. Komm, Junge, Alter. Geh kacken. Das ist so lächerlich, ey. Schreib mir gerade, ich habe mir gerade meine E-Mail schon. Als ob du ADS oder ADHS hast. Also, dass ich ADS habe, das merkt man. Und ADHS habe ich nicht, weil dann wäre ich ganz zulassen. Dann hätte ich ADHS. Aber ich sitze total ruhig. Im Gegenteil, ich sitze ja manchmal sogar so ruhig, dass Leute sagen, wenn ich mich nicht bewege, ist das schon der Standbild? Schreibst du dein Buch mit links und bist du oder bist du rechts? Ich bin weder links noch rechts. Ich schreibe mein Buch mit beiden Händen. Ich schreibe es am Computer und nicht mit der Hand. Und wie ist die Eismaschine so? Ja, ist cool, aber ist halt leider nicht ganz so praktisch. Jetzt zumindest für den Winter jetzt langsam nicht mehr. Im Sommer wäre es vielleicht ganz geil. Buchschreiben mit der Schreibmaschine. Ist auch nicht anders wie mit dem Computer. Nur das Problem ist bei der Schreibmaschine, wenn man was löschen will, braucht man mal das Löschband und das funktioniert manchmal nicht richtig, dann schaut es immer scheiße aus. Deswegen schreibe ich es lieber am Computer. Und ja, man muss dann schauen, ich habe schon einen Verlag, wo ich das verschicken will. Wenn das Buch fertig ist, schicke ich das denen und dann schaue ich mal, was dabei rauskommt. Also, Drache, das Manuskript schreibst du per Hand. Ich schreibe es mit dem Computer. Zum zweiten Mal. Haben wir jetzt den nächsten Vogel oder was? Was? Eine Donutmaschine wäre noch ein Hammer. Ich mag aber keine Donuts. Also ich esse schon mal Donuts, aber sehr selten. Also ich vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Ich habe auch schon ein paar Jahre lang gar keine gegessen. Und ich habe auch, ich glaube, erst vor 5 Jahren oder 6, ach Quatsch, vor 10 Jahren oder was, habe ich das erste Mal Donut gegessen und seitdem auch bloß 1 oder 2 Mal. Also schmeckt mir eigentlich gar nicht so. Ist mir zu. Mag sich lächerlich anhören, wenn ich das sage, aber ist mir tatsächlich zu fettig. Ich mag auch keine Brownies, sind mir auch zu fettig. Wobei ich mag auch keine Schokolade, deswegen mag ich auch keine Brownies. Und ich mag auch keine Brownies, mag ich auch nicht. Ja, also. Brownies.
Arsch mit dem Arsch kratzen. Das war der Oberschenkel. Also keine Arsch, sondern Oberschenkel. Magst du Muffins? Wenn sie gesund gemacht sind, ja. Es gibt auch gesündere Muffins, wegen so mit Karottenstückchen und so. Sowas esse ich auch gerne. Aber du magst Nutella. Ja, weißt du, wie oft ich im Jahr Nutella esse? Einmal, vielleicht zweimal, wenn es hochkommt. Also Glas meine ich jetzt, ne? Also ich esse kein ganzes Glas an einem Tag, sondern ich esse ein Glas über mehrere Wochen hinweg. Und das halt einmal im Jahr oder so, wenn überhaupt. Take me up inside. Sollte kein Angriff sein, sowas machen Damen nicht. Drache, hast du eine Musik, einen Musikgeschmack? Einen Musikgeschmack? Ob ich Musikgeschmack habe? Es ist eiskalte Beleidigung gewesen. Drache, wer würde gewinnen? Löwe oder Tiger? Weder noch. Der Drache. Drache steht über allem. Was meint ihr, warum ich mir den Drachen als Wappentier ausgesucht habe? Wake me up. Ach wahr! Das ging aber nicht schon immer, oder? Alter Falter! Dankeschön, Hammer! Ey, man kann den Low-Level-Chat selber anmachen mittlerweile! Ey, ohne Scheiß, geil! Das wurde ja auch mal langsam Zeit, dass man es im Browser selber anstellen kann. What the fuck? Das geht mittlerweile, ist ja geil! Geiler Schande, ey, das ist super. Jetzt kann man es endlich selber anstellen. Und man singt. Ach ja, unbesiegt, natürlich. Warum wackelt dein Shirt? Weil ich mein Bein bewege. Ich bewege mein Bein so auf und ab. Beziehungsweise im Moment liegt das eine Bein auf dem anderen und ich bewege das hin und her. Das sind die Wellen, weißt du? Das ist die Wellen und das Eis im Hintergrund von meinem Shirt. Deswegen geht er auch so ab gerade. Das ist Sturm gerade, weißt du? Das ist ja nicht. Lauter Regen und Sturm und so. So, dachte ich mir. Ja, danke schön. Valeria, danke schön fürs Abo, danke schön für den 1000 Barren. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Sau cool. Vielen lieben Dank, grazie. Hast du einen Traum? Irgendwas, was? Hammer, danke schön für weitere 1000 Banner. Der ballert sich. Hammer kannst du nicht ertragen, wenn er auf Platz 2 ist, oder? Dankeschön, Hammer. Geht er voll ab. Was war das für eine Nachricht? Jetzt habe ich es ja nicht gesehen. Alter, bitte übertreibt es nicht, Leute. Ohne Scheiß. Jetzt haut Valeria auch nochmal was raus. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Vielen lieben Dank. Geht er voll ab. Knuddelbär, dankeschön. Wie? Dankeschön. Nee, bitteschön, sagt sie. Oder er. Hammer, dankeschön. Ihr wollt mich doch verarschen. Ey, wollt ihr mich natzen oder was ist los? Geht das voll ab, ey. Dankeschön. Geht voll ab. Mutter und so Finger. Dankeschön. Hallo Drache. Wo ist Schanzi? Schanzi steht auf dem Balkon, wollte ich gerade sagen. Hast du einen Traum? Hast du ein Traumauto, Drache? Ich habe ein Traumauto, ja. Eine Dodge Cobra. Um das einmal endlich klarzustellen, ja, die Cobra ist von der Dodge, allerdings ist es eine Zusammenarbeit mit Shelby. Deswegen wird sie in erster Linie Shelby Dodge genannt, eine Shelby Cobra genannt. Aber es ist eine Shelby Dodge Cobra, wenn man es genau nimmt. Liebe geht raus. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Mach Musik lauter. Das ist gefährlich, wenn du sowas zu mir sagst. Wenn du sowas zu mir sagst, ist gefährlich. Baby, keep nothing but memories.
Emotionless. Das ist eine nice Sache, hat Geschmack. Natürlich habe ich Geschmack, hallo? Eines meiner absoluten Lieblingsautos, was ich mir irgendwann mal holen will, ist ein Mitsubishi Evolution. Der ist so ultra geil. Und den kann man so schön tunen. Der hat so schöne Tunings. Ich liebe dieses Auto. Der hat so schöne Tunings da. Das ist richtig geil. Schöne Verbreiterung, geiles Spray drauf. Richtig, richtig Bombe. Ich habe ja auf meinem Gaming-Kanal Let's Music von Need for Speed Most Wanted gemacht. In den letzten Parts seht ihr mal, wie Need for Speed ausschaut mit meinem Originalauto, wo ich in Need for Speed immer spiele. So geil. Und das Ding ist so Bombe. Das ist so Bombe getuned, das Teil. Ach, und ich habe übrigens mit dem Evolution, mit dem Lancer Evolution von Mitsubishi, habe ich übrigens in Need for Speed. Ich habe mir den gekauft, das ist mein zweites Auto im Spiel gewesen. Und ich habe den so weit hochgetunt, ich habe den so weit hochgebombt und so Feintuning gemacht mit dem Teil. Ich habe den so ein geiles Feintuning verpasst, dass ich mit dem sogar noch den BMW am Ende besiegt habe und den richtig platt machen konnte. Richtig, richtig geil. Und der BMW hat gegen den keine Chance, das ist so geil. Aber gut, mitzugeben gegen BMW, da hat BMW keine Chance. Zumindest nicht der Dreier von damals. Der Ibiza von Subaru ist jetzt nicht so mein Fall. Bist du Mechaniker, Drache? Nein. Übrigens, Respekt, dass du... Jetzt ist es doch zu laut. Baby clean, nothing but my ocean lights. Übrigens Respekt, dass du das seit Jahren so mitmachen kannst, mitmachst. Sehr stark. Yep, Bloodhound Gang, bestes Lied. Nee, mir geht's eigentlich auf die Nerven, es ist voll der Blöde oben. Voll der Ohrwurm. Kleinen Moment. Entschuldigung. Vielen, vielen lieben Dank, Hammer, du Wahnsinniger. Jetzt haut er wieder so viel Ball raus. Er ist ja verrückt, ne? Entschuldigung, hab ich gerade jemand angerufen. Ihr Wahnsinnigen! Geiles. Dankeschön. Nur schade, dass es was. Nur schade, dass das Ganze sich so hoch gepusht hat. Und man mit ihm was? Und man in dem Sinne keinen normalen Kontakt mit Drache mehr herstellen kann. Du musst es aber auch mal so sehen, wie groß meine Community ist. Und die ist verhältnismäßig von meinen Zuschauern her, von meiner freundlichen Community, ist die Community noch sehr klein. Aber du musst trotzdem mal bedenken, es sind trotzdem ein paar tausend Menschen, paar zehntausend Menschen. Da kann ich eh keinen Privatkontakt zueinander zu euch aufbauen. Das würde gar nicht gehen, das haut nicht hin. Das schaffe ich nicht. Das schafft keiner. Dankeschön, Hammer. Nee, Quatsch, Hammer ist ein Ehrenmann. Tut mir bitte den Gefallen und lass diese Ausdrucksweise, Diari. Ist auch so geil. Vielen Dank für die ganze Unterstützung, ihr Wahnsinnigen. Machen sich ja voll raus, diese Verrückten. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Sau cool, ihr seid die Besten.
Hammer, danke schön. Der Wahnsinnige. Danke schön. Übertreibt mal bitte nicht so, Leute. Ich kann heute echt nicht länger streamen. Ich bin jetzt dann auch nach den noch ein Lied nach dem hier, dann bin ich auch erstmal weg. Hammer, übertreib's nicht so, du Wahnsinnige. Dankeschön. Gaming. Dankeschön, Gaming, du verrückt. Ihr Wahnsinnigen. Auch nicht so viel raus, ey. Seid doch verrückt. Dankeschön. Wann spielst du denn mal wieder Industrial-Musik? Ich kann mal wieder irgendwann Industrial spielen, so ist es nicht. Ich kann euch gar nicht so oft bedanken, wie ihr hier Banden raus, weil ihr verrückt. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Geistermeister, Dankeschön. Ohne ein Standbild. Ich bin eh gleich weg. Wie gesagt, ich noch ein Lied nachnehmen, dann bin ich eh offline. Wäre cool. Was wäre cool? Es war klar, dass es von Hammer kommt mit du. Three Doors ist echt eine geile Band. Three Doors Down. Feier ich immer wieder aufs Neue. Geiles letztes Lied, so kann der Abend enden. Ich hab's eben drauf. Ich muss. Alles klar, Hammer, hau rein, schönen Abend dir noch und danke für deine ganze Unterstützung, du bist echt wahnsinnig. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Hammer, danke schön. Hammer, übertreib's doch nicht so, du Verrückter! Zauber doch nochmal raus, ey. Aha, ist aber wahnsinnig. Verrückt, danke schön. Spielst du wieder mal Hearthstone oder Overwatch heute oder die Tage mal? Ich werde heute auf jeden Fall noch Overwatch zocken, aber nicht streamen. Ich kann euch nicht versprechen, ob ich es morgen mache, aber ich will die Tage auf jeden Fall mal Overwatch zocken und streamen. Weil Overwatch hat jetzt gestern die Halloween-Season angefangen. Gaming, dankeschön. Und ich habe gestern schon mal eine Runde. Ich habe gestern, also heute früh, besser gesagt, ich habe heute früh oder Nacht. Oder Nacht, gestern Nacht, wie auch immer. Ich habe jetzt in der letzten Nacht auf jeden Fall nochmal abends Overwatch gezockt. Weil es Special angefangen hat, die Halloween-Zeit. Und da habe ich Halloween, habe ich schon ein Ding gezockt. Und das werde ich die nächsten Tage auch nochmal machen. Es werden zwar bloß ein paar wenige Runden, beziehungsweise ein Stream, wo ich das halt zock. Ist halt immer dasselbe, aber ich feiere das halt, weil mir gefällt es. Was machst du die Halloween? Was machst du an Halloween? Gar nichts. Was soll ich an Halloween machen? Hatten wir schon. Ich habe deinen Stream verpasst, wann bist du
morgen ungefähr wieder hier im Stream. Ich kann dir nichts sagen. Es ist doch eigentlich bekannt, Leute. Ich kann euch nie sagen, wann ich streame, weil ich es nicht weiß. Es kommt darauf an, wann ich Lust und Zeit habe und wann ich die Möglichkeit dazu habe. Verkleide mich als was? Mortischer. Was ist das? Mortischer? Was ist denn ein Mortischer? Was ist ein Mortischer? Das sagt auch Gaming. Okay, bin ich der Einzige, der dumm ist und das nicht weiß. Nicht, dass du dumm bist, Gaming. Weißt du, was ich meine, hoffe ich. Nee, also ich weiß es auch nicht. Addams Family. Addams Family? Ach Gott, jetzt kennt noch jemand die Addams Family. Alter. Addams Family hat mir irgendwie nie gefallen. Ein paar Folgen, ich habe da ein bisschen was davon gesehen, ein paar wenige Sachen mir nie gefallen. Kein Moment dafür. Die Frau. Okay. Sagt nichts. Also ich weiß, was du meinst, aber ich mag keinen Addams Family. Ich bin damit nie beschäftigt. Also ich habe schon irgendwas gesehen, aber es hat mich danach nie interessiert. Ich verkleide mich als Sensenmann und tschüss. Mach ich auch. Ich stelle mich vor mein Tor. Und jeder, der kommt. Nur ein Scherz natürlich. Wie kommt man eigentlich in den TS? Den TS gibt es nicht mehr. Den TS gibt es nicht mehr. Da kommst du nicht mehr rein. Tut mir leid. Da braucht man ja ein Passwort. Muss man da was Besonderes tun? Der TS ist down. Den TS gibt es nicht mehr. Siehst du, es fällt mir ein. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich muss es dann gleich mal rauslöschen. TS gibt es nicht mehr. Der TS wurde ein für alle Mal gelöscht. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Discord-Server, aber rechnet in den nächsten Monaten oder nächsten. Naja, rechnet mal im nächsten Jahr nicht damit. Achso. Ja, tut mir leid, aber das hat sich nicht mehr gelohnt. Das war mir zu teuer auf Dauer. Ja, ist Kult und Morticia ist ein heißer Vampir, so viel ist drin. So viel ich weiß. Okay. Was? Das heißt, du machst jetzt nur Juno und YouTube. So wie immer schon. Zwischenzeitlich habe ich mal noch Twitch gemacht. Aber. Oder meinst du jetzt für Halloween? Für Halloween mache ich nur YouTube und Twitch, ja. YouTube und Juno. Hat er aber nie was anderes geplant. Oder was genau meinst du jetzt? Weil Streams und Videos habe ich immer nur auf YouTube und Juno gemacht. Gelegentlich mal noch auf Twitch damals oder auf Hitbox, aber das hat sich ja schon jahrelang erledigt. Nur vor kurzem mal kurz auf Twitch, aber das hat ja auch mittlerweile sich schon erledigt. Ich muss jetzt mal. Was weg? Bin dahin. Schau Drache schon an. Alles klar, ich bin ja wie gesagt nach dem Lied jetzt auch weg, ist jetzt auch fast aus. Also herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Unterstützung und dann noch einen schönen Abend wünsche ich dir. Mach keinen Blödsinn. So.
Da würde ich an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich jetzt. Ich bedanke mich. Ja, danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Drache. Ciao. Jetzt fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend, macht keinen Blödsinn und Socke hochziehen und